Jo, hallo Freunde, ich möchte euch einmal was vorstellen wieder. Und zwar, ich habe mir mehr Zeit geleistet. Und zwar geht es diesmal um das One Tigris Shelter. Ist in meinen Augen wirklich ein super Zelt von der ganzen Konstellation her, von der Art, von der Bauart und so. Und ja, ich möchte es da gerne jetzt einmal aufbauen und will euch das ein bisschen vorstellen. Es gibt das Zelt in zwei Formen. Es gibt es in grün und in den braun. Ich habe es jetzt in den braun. Und ja, Gewicht und so, das blende ich alles unten ein. Ich glaube so 1,3 Kilo, 1,4 Kilo. Ja, man kann das auf alle Fälle noch gewaltig komprimieren. Also das Boxer, was dabei ist, ist ein Riesenviech. Optimal. Und wir haben da das Zelt selber dabei und ein kleines Sackerl mit Haring und Schnirlen. Und zwar sind dabei, ich habe jetzt gar nicht zählt, wie viele Schnirlen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stückeln Schnirlen und 11 Haring. Wobei ich dazu sagen muss, die habe ich mir selber umgeändert. Ich habe mir die angebohrt und habe da, ich war in der Stickler-Schnur durch. Ich habe das bei meinen roten Aluhering auch. Damit kann man es auch viel leichter aus dem Boden ziehen. Also, ja, sind ja gleich durchgebohrt und ein paar Schnirlen hat eh jeder daheim. Ja, Freunde, das Ganze kann man aufstellen mit Trekkingstecken. Man kann das mit einer Fürstlein aufspannen oder mit normalen Stangeln aus der Natur. Und ich werde es da jetzt einmal an einer Fürstschnur aufspannen und aufstellen. Und ja, ich spanne das jetzt einmal auf, stelle das alles auf und dann zeige ich euch die ganzen Kleinigkeiten näher. So, Freunde, das Zelt steht einmal. Ich gehe jetzt mit euch da einmal rundherum und dann erkläre ich das näher. Also die Breite von den Hering bis zu den Hering ist quasi dann die Schlauffläche und da vorne das ist so eine Absinthe. Da hinten haben wir jetzt eine Zwangsentlüftung, zeige ich euch dann von innen, sieht man das schöner. Von hinten jetzt zwei Leinen angespannt, dass man innen noch mehr Raum kriegt. Finde ich super, war vorher ja noch einer. Ist top gelöst. Finde ich sehr gut. Und ja, mit der Zwangsbelüftung da hinten finde ich das absolut besser, weil vorher waren seitlich die Fenster. Die sind jetzt komplett weggefallen, die braucht man auch nicht wirklich. Ja, so schaut das aus. Ich habe das Ganze jetzt einmal auf einer Ritschleine angehängt, kann man aber auch, damit es besser steht, an zwei Trekkingstecken passen da jetzt auch super her. Und früher war eigentlich das Fenster im Weg. Okay, ich habe das jetzt nicht so hundertprozentig aufgestellt, aber ich denke, man sieht, was ich meine. Wir haben da auch hier vorne noch zum Nachspannen solche Clips. Das ist auch nicht schlecht. Reißverschlüsse gehen nicht super, gibt es gar nichts. Da auf. So, jetzt klappt man das da mal um drüber. Quasi für schön Wetter. Und jetzt machen wir da mal das Moskitonetz auf. Das ist bei denen schwarz gehalten, bei den grünen war es in weiß. Also die rennen jetzt auch Pipi feinst, da gibt es gar nichts. Kann man auch mit so Kordeln hochklappen. Die Liegefläche innen blende ich dann jetzt ein. Ich weiß jetzt nicht auswendig. So, da könnt ihr euch jetzt schon mal was vorstellen. Also, die Liegefläche ist nicht klar. Und
da hinten jetzt die Zwangsentlüftung. Gut, ich habe es jetzt noch nicht so hundertprozentig angespannt, aber es sind alle Nähte jetzt super getebt, alles dicht. Und ja, was natürlich der immense Futter ist, wenn man da jetzt einmal zumacht. Kann man jetzt natürlich hergehen und kann das quasi noch als Regendachel anspannen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das jetzt angespannt. Das ist, kann man auf Laschen, ich zeige euch das noch mit Ösen drauf, oder im Wegspanner auf einem Baum oder sonst wo hin. Und dann würde ich mir empfehlen, das zeige ich euch dann noch näher, da ist es ein bisschen asymmetrisch quasi, wenn es wirklich regnen sollte, dass es in einer Richtung anfließen kann, weil es legt sich ja doch dann ein bisschen Gewicht drauf, wenn es ordentlich regnet. Und wenn das ein bisschen flach ist, kann man das natürlich schön anrennen lassen in der Fläche. So, schauen wir sich die da mal an. Also wie gesagt, das sind Schlaufen, die kann man vorne einhängen. Da sind noch extra Ösen. Da passen meiner Meinung nach sogar diese Trekkingstecken, die Spitzen durch. Also ich finde, das ist wirklich super gelöst. Da dasselbe, man kann natürlich die Schlaufen verwenden oder die Ösen, ich habe es jetzt unterschiedlich gemacht. Und jetzt zeige ich das von oben. Da ja das Dach ein bisschen weiter herunten anfängt, ist das natürlich sehr geschickt, wenn man das ein bisschen schräg spannt, dass es irgendwo anrennen kann. Ja, die Absinthe zeige ich jetzt auch nochmal, also zeige ich jetzt nochmal ein bisschen von oben, so von der Seite. Schaut nicht so schlecht aus, also diese Form und diese ganze Idee gefällt mir sehr gut. Ich würde auch sagen, das Braune fügt sich auch super in die Landschaft ein. Da gibt es gar nichts zum Mutzen. Abspannpunkte sind genug dabei. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es jetzt nur mal, das ist jetzt das zweite Mal Probe aufgestellt. Aber ich finde, das ist wirklich genial, also das hat mir so gut gefallen und jetzt, ich muss sogar gestehen, das Braune gefällt mir noch besser als das Grüne, was ich gehabt habe. So, jetzt gehen wir da einmal rein und werden wir da einmal quasi einmal vorhin zumachen, dass man sieht, wie viel Platz da ist. So, ich habe da jetzt auf alle Fälle mal den, das ist der Zipper Fox 25 da heraus hergelegt, da passt auch 60er, 100er genauso her und ich werde mich da jetzt einmal einlegen und dann werde ich einmal sehen, wie viel Platz da innen noch frei bleibt. Also dadurch, dass sich das nach hinten gespannt ist, Platz ohne Ende da. Ich bin 1,70. Also ich habe da locker Platz, sollte wer länger sein. Kann der sicher auch zu zwei, also diagonal da herinlegen, was auch kein Problem ist. Dann kann ich mich richtig quasi ausmotzen, wie ich will. Haben wir gesagt. Da passen vielleicht sogar noch zwei Leute rein. Also, ich würde einmal sagen, zwei solche wie ich nicht, aber zwei so halbe Hemden wahrscheinlich schon. Aber wie seht ihr, da habe ich locker Platz, wenn man sie da hinten hinlegt, wo man die Belüftung auch schon hat, oder selbst hervor und hinten das Klumpert hinlegt. Platz ohne Ende, Freunde. Moskitonetz noch zu. Und ich bin schon hinter Gittern und eingesperrt und mir kann da schon nichts mehr beißen, stechen oder sonstiges oder reingrillen. Platz am Ende da. Ja, und da ist jetzt noch diese kleine, der Haken, da kann man jetzt noch ein Licht einhängen oder irgendwas. Die Absinthe quasi. Also, ich glaube, Platz am Ende. Ja, Freunde, das war's von der kleinen Vorstellung von den Warntigris-Shelter. Was mir wirklich sehr gut gefällt. Und jetzt werden wir es natürlich dann auch noch im Einsatz einmal genau testen. Wie gesagt, das waren jetzt nur zwei Probeaufstellungen und gefällt mir schon sehr gut. Ja, Freunde, ich sage danke fürs Zuschauen. Sobald ich mit dem einmal unterwegs bin und eine Übernachtung mache,
sage ich euch dann Näheres noch dazu. In dem Sinne sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.